Diesen Kasten hat gestern Friedel gebaut. Und heute war Yusuf da, den ich auch jetzt erst seit 6 Wochen kenne, ein neuer Freund. Und er hat ja den Kasten schon auf alt getrimmt. Ich nenne das Hochbeet. Andere benutzen das für einen Komposthaufen. Ja, die Kreativität habe ich angelegt. Das ist ein Walnussbaum hier. Erdbeeren sind, Salbei sind ja angelegt. Eine Kastanie, ein wenig Efeu. Ja, so sieht das aus. Und irgendwas Lateinamerikanisches kann ich nicht genau sagen, was das ist. Aber es wird schon nächste Woche blühen, auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank, Friedel, Herdorf. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ganz große Klasse. Und sieht sehr gut aus. Dankeschön. Besten Dank. Ja, Gemeinschaft. Das ist genau das, was ich brauche. Und wenn wir zusammenhalten, wenn wir gemeinschaftlich projektieren und umsetzen, dann wird es wirklich wunderschön. Dafür muss man nur zusammenhalten. Und das Kapital hierfür, das besitzen wir. Schönen Dank. Frohe Ostern für uns alle.